Der 24. April sollte ein sehr spezieller Tag in Magdeburg werden. Zuerst gedachten die FCM-Fans ihrer verstorbenen Nummer 9, Joachim Streich, für immer eine Legende im Verein. Danach wollten sie aber eine Meisterschafts- und Aufstiegsparty feiern. Ein Punkt genügte der Mannschaft von Christian Tietz zu Hause gegen Zwickau, um sicher aufzusteigen. Mit einem Heimsieg wären sie außerdem frühzeitig Meister. Die Gäste aus Zwickau waren aber als Partycrasher angereist. Vierte Minute, Ronny König an die Latte. Der FSV überraschend im Landespokal im Halbfinale an der BSG Chemie Leipzig gescheitert. Sie hatten ein bisschen Frust im Gepäck. Magdeburg früh im Glück. Danach ging es aber erstmal nur noch in eine Richtung. Sechste Minute, Graham Picky auf Jason Chaker, der vorbei an Brinkis, aber nicht vorbei an Rheintaler. 16 Tore in der Anfangsviertelstunde für den FCM. Das ist Ligaspitze. Das 17. verhinderte Zwickaus Innenverteidiger. Aber der Spitzenreiter erhöhte zunehmend die Schlagzahl. Zwickau kam kaum noch hinten raus. Und dann waren auch die Schwäne im Glück. Riegmann mit seinem tückischen Aufsetzer aus der zweiten Reihe an den Pfosten. Gut 20 Minuten absolviert. Enorm viel Druck vom FCM und Barischartig unwiderstehlich und mit super Auge für Jason Checker. Und dann war es passiert. 23. Spielminute. Die Meisterschaftsparty nahm Konturen an. Exquisites Anspiel von Barischartig. 22. Vorlage für den in dieser Saison. Und dann Jason Checker durch die Beine von Frick Brinkis chancenlos. 5 Minuten vor der Pause, wieder Magdeburg, freistoßartig und der Ball wieder drin. Artig ließ sich feiern, aber es war wohl ein Eigentor von Frick, der klären wollte, über den Ball säbelte und so die Partylaune noch verstärkte. Müller war es nicht, das gab er auch ganz offen und ehrlich zu. 45 Minuten trennten die Fans und Magdeburg noch von der großen Sause. Was sollte denn da noch anbrennen? Zwickau gab sich zumindest noch nicht auf. Kurz nach Wiederbeginn, Cicora und dann die Chance für Göbel. Sie hatten durchaus ihre Chancen, die Gäste aus Westsachsen, aber sie nutzten sie nicht. Der Klassenerhalt ist ja eingetütet. Aber nächste Saison wird man wohl nicht mehr auf den ersten FC Magdeburg treffen. Das war allen Beteiligten mittlerweile schon klar. Und kurz vor Schluss wurde der Deckel endgültig drauf gemacht. Kai Brünker. Kurz davor eingewechselt mit dem 3:0 quasi die Kirsche auf die Aufstiegstorte. Und danach brachen alle emotionalen Dämme. Nicht nur bei Brünker, sondern auch bei Christian Tietz und Co. Der wurde direkt mal ordentlich nass gemacht von seinen Spielern und Betreuern. Und dann stürmten auch die Fans die MDCC Arena. Eine Riesenparty in Magdeburg war in vollem Gange. Der Lohn für viel, viel Fleiß und harte Arbeit. Ich finde es einfach Weltklasse, wie die Mannschaft über das ganze Jahr zusammengehalten hat und was für einen Fußball wir gespielt haben. Und jetzt kann ich es sagen, wir sind mit Abstand der verdiente Meister. Und deswegen bin ich sehr stolz auf diese Truppe. Ich habe gesagt vor der Saison, dass wir die Liga rocken werden. Und ich bin stolz, dass meine Mannschaft das angenommen hat und mit mir, wir gemeinsam die Liga gerockt haben. Und das haben sie verdient. Schaut euch das an. Das ist einfach nur Gänsehaut pur. Es fühlt sich super an. Es fühlt sich vor allen Dingen eins super an, wenn man wo arbeiten darf in einem Verein, wo sich alle Menschen so fantastisch einbringen. Und da rede ich nicht nur von den Zuschauern, das schon auch von der Mannschaft, von dem Trainerstab, sondern alle, die im Verein mitarbeiten. Und das hier ist heute ein Tag, den haben sich alle verdient, weil alle mitgewirkt haben. Vor einem Jahr der erste FC Magdeburg nah dran an der Regionalliga. Jetzt feiern sie unter Christian Tietz die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und zur Meisterschaft. Erster FC Magdeburg. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.